Also ich finde, das ist eine echt geile Abgasanlage, die Ego X. Ich denke mal, am besten auch preis-leistungsmäßig. Die Akrapovic gibt da nicht so viel und kostet bei weitem mehr. Hier ein geiles Video, eine Dezibelmessung, wahrscheinlich Klappe offen, Klappe zu. Hier Kaltstartmessung ist noch dabei. Ich würde mal sagen, wir geben uns kurzes Video. So ein Video ist immer eigentlich geil. Und das Einzigartige bei der Abgasanlage ist, dass sie im Stand immer zu ist. Also auch auf dem Sport Plus Modus wird eure Klappe geschlossen sein. Und erst sobald ihr losfahrt, also wenn das Auto rollt, dann geht die Klappe auf. Ist auch relativ gut, wenn ihr eine Polizeikontrolle oder so gerät. Ja, ist auf jeden Fall von Vorteil. Also hier Standgeräuschmessung bei 3750 Umdrehungen, 84 Dezibel, Klappe zu im Standkomfortmodus. Ist gut. Ich weiß gar nicht, was eingetragen ist, so 80 bis 85 oder so in dem Dreh. Also hier, Klappe öffnet erst beim Anfahren. Messung ist nicht genau, da das Messgerät zu weit weg steht. Circa 105 Dezibel. Ist schon mal geil. Also bei der Abgasanlage geht auf jeden Fall gut was. Und ja, also ich finde es geil, dass es erst beim Anfahren öffnet. Der eine oder andere will natürlich die Klappe auch im Stand offen haben. Ja, aber das muss jeder selber wissen. Okay, also hier noch die Kaltstartmessung, Klappe zu, ca. 84 bis 86 Dezibel. Okay. Auch interessant, weil beim manuellen, bei jedem Start macht er ja einen Kaltstart. Ich weiß nicht, ob das jetzt beim Automatik auch so ist. Vielleicht haben die es dort auch so gemacht. Ich feiere das nicht so, geht mir manchmal ein bisschen auf die Eier. Ich weiß auch gar nicht, warum die es eigentlich einprogrammiert haben. Ist wahrscheinlich einfach für die Optik, immer wenn ihr das Auto startet, dass es natürlich im Kaltstart läuft. Ich weiß es nicht. Ja gut, das war's auf jeden Fall von dem Video. Ich fand das Video relativ interessant. Ist geil, auch mal so eine Dezibelmessung zu haben. Wie gesagt, die Ego X Abgasanlage finde ich meiner Meinung nach am besten. Ja. Könnte ich jetzt nur empfehlen.